Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Dabei, beziehungsweise neben mir, der Drachenbursche. Dabei, beziehungsweise neben mir, der Len 16. Danke. Und er ist ja haarig, schau ich, er ist eigentlich ein Wookie. Nee, ist er nicht. Was? Nein, hallo. Was? Ich habe nur gerade zu Chewbacca gewechselt, deswegen hat so schön gepasst. Wir grüßen auf jeden Fall noch an der Stelle zwar vier Leute, einmal den Gyra und den Dino. Und den Malik und den Shane. Bei Dino handelt es sich nicht um ein Tier. Um das mal festzuhalten. Toll. Ja, hätte ja ein Tier sein können. Da geht's weiter in die nächste Mission schon. Und ich glaube, wir machen die auch gleich, oder? Sollen wir noch ein bisschen erkunden? Na, ich glaube, die Leute wollen weiter Missionen sehen. Ich werde nur gerade aus dem Bildschirm rausgeschmissen, deswegen weiß ich nicht, was ich tun muss. Ziehen. Ach, ziehen muss ich. Ja. Also, ich sah so aus, als hätte ich im Kreis. Ja gut, eigentlich ist es unlogisch. Na, egal. Ich ziehe einfach. Ach, Mynox. Die Mynox, die Ollen, die kennen wir ja schon. Rückkehrer Mynox. Die haben wir ja schon immer in Lego, Disney Infinity, so. Ich habe jetzt eine Mischung aus Lego Dimension und Disney Infinity gebracht, das war, hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Du hast wie mir gar das nichts gesagt. Ja, aber in meinem Kopf habe ich das gesagt. Achso. Deswegen hatte ich da nochmal nachgedacht, bevor ich es ausgesprochen habe. Das kommt manchmal auch vor, dass ich erst nachdenke und dann rede. Das halte ich für ein Gerücht. Naja, wie dem auch sei. Ja, das sollte es behoben haben. Was war es? Ein loser Draht? Nicht ganz. Den Hyperantrieb hat die Sache etwas mitgenommen. Er muss neu ausgerichtet werden. Schafft ihr das? Jo, wir schaffen das. Oder denn, schaffen wir das? Ich weiß es nicht. Das auf jeden Fall. Okay, ja, erstmal eine dicke Explosion. Das brauchen wir am Anfang sowieso immer. Boom! Oh, da ist ein Goldener. Goldener? Oh, der war einfach da drin? Ja. Sorry, Mynox. Wieso können wir den Piratenhut nicht einfach aufsetzen? Das wäre viel cooler. Piraten haben's gut. Ist das so? Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass sie es so gut hatten. Ich war noch nie ein Pirat. Ich auch nicht, aber. Also in Spielen höchstens mal. Oder vielleicht. An Fasching, glaube ich, war ich auch mal Pirat. Ja, doch, da gibt's Bilder von mir, wo ich noch sehr klein bin. Da war ich mal Pirat. Ich war auch mal Schildkröte. Was wart ihr so an Fasching? Schreibt's mir in die Kommentare. Ah. Schildkröte. Schildkröte. Ja, Schildkröte. Ich mochte Schildkröte. Ich mag Schildkröte immer noch. Schildkröte sind cool. Schildkröte. Ja, Schildkröte. Ich war auch Katze mal. Du hättest jetzt sagen können, ich war ein Teenage Mutant Ninja Turtle. Nein, war ich eben nicht. Ich war eine Schildkröte. Das ist ein Unterschied. Ja, gut. Schildkröte. Was warst du denn an Fasching? Ziemlich wenig. Ziemlich wenig. Keine Schildkröte. Nee, ich war eigentlich... Ich kann mich nicht erinnern. Cowboy war ich mal. Ersatzteile findet ihr in den Kisten. Und sonst war ich nie wirklich geschminkt. An Fasching? Len war immer die ungeschminkte Wahrheit. Ja... Ich sah gut genug aus, so. Ich wollte gerade sagen, du musst dich gar nicht verkleiden. Okay, jetzt reicht's an Gemeinheiten, oder? Das heißt wohl ja. Ich weiß nicht, soll ich das hier machen? Ja, mach mal. Ich weiß nicht, was wir machen sollen sonst. Geschichte wiederholen. Okay. Nee, das sollst du, glaube ich, nicht machen. Das war Story. Ich folge mal lieber den blauen Stats hier hinter. Denn da kommen wir zur nächsten Mission, nachdem die am Anfang schon so vollmundig angekündigt habe und dann kam die doch nicht hinter der Tür. Geisterstats. Geisterstats führen mich halt hier hin. Ja. Mich nicht. Mich führen sie hier hin. Da kann ich mich auch eher für begeistern, glaube ich. Ja, ich bin doch hier. Da konnte ich gerade... Schlaumeier. Ja. Wirf deinen Thermaldetonator ja, ein. Ja, mein Thermaldetonator ist ja schon auf dem Weg. Sieht immer aus wie C-3PO-Köpfe, finde ich das Ding. Kein Wunder, dass hier alles auseinanderfällt. Klar, wenn wir sie in die Luft jagen, ist klar, dass alles auseinanderfällt. Ach, du brauchst schon... Ja, ich brauche... Kannst du den Antrieb ausrichten und ankuppeln, BB-8? Of course. Len in the Ray. Lilililil. Und das. Yeah. Der Hyperraumantrieb ist wiederhergestellt. Hey, das war's. Wieder angeschlossen. Gute Arbeit. Der Navigationscomputer sollte jetzt funktionstüchtig sein, aber seht lieber nach, okay? Klar, warum ausprobieren, wenn wir nicht auch einfach nachschauen können? Du, immer den Geist des Kannst, das du, kannst du da hier rein, yeah. Oder? Okay, ich kann schon mal nicht da rein. Warum sollte ich da rein können? Weiß ich nicht, weil du ein Roboter bist. Die können auch durch Ich bin kein Roboter, ich bin Ray. Aber du warst vorhin BB-8. Du kannst genauso zu BB-8 wechseln wie ich. Aber du warst... Nee, ich kann da rein, aber ich kann nichts machen. Okay, stimmt, du kannst nicht drehen. Oh, Ray kann da? Ja, Ray kann drehen, aber Ray kann da nicht rein. Ja, das ist blöd. Das müssen wir irgendwann anders noch ausschalten. Soll ich weitermachen? Den Bordcomputer mal testen? Tu das. Dann mache ich das doch, wenn ich hier schon bin. Ah, okay, das ist die Galaxiskarte. Wir müssen nach Takodana. Takodana. Kapitel 5. Auf nach Mars Schloss. So schaut's aus. Aber nicht Mars Window, sondern ein anderer Mars. Auf die Wiesen geht's! Noch eine andere Mars. Verdammt. Nach Greenwich geht's! Was weiß ich.
Was? Ja, null Meridianen ist auch ja. Mars. Egal. Kapitel 5 auf jeden Fall. Mars schlossen wir. Finn, Ray und BB-8 sind zurück auf dem Millennium Falcon, nachdem sie nur knapp Country Club, nee, das heißt echt Country Club auf Deutsch, und den guavianischen Todesbringern entkommen sind. Gemeinsam mit den rechtmäßigen Besitzern des Falcon machen sie sich auf den Weg nach Takodana. Es sind immerhin wieder drei Abschnitte. Wow. Obwohl Takodana ein Zufluchtsort für die wohl ruchlosesten Schmuggler der Galaxis ist, könnte dieser Ort doch die einzige Möglichkeit sein, BB-8 sicher zum Widerstand zurückzubringen. Ja, Wörter trennen kann jeder. Aber am besten war dieses eine Wort, was ganz weit rechts irgendwann mal war da. Mhm. Ich weiß nicht, wie es Kapitel 2 oder 3 war das. Da haben sie es noch mehr verkackt gehabt. Ja. Blocksatz. Ja. Hässlich wie sonst was. Ja, ich find's echt ganz witzig. Ich mag Blocksatz. Ja, aber wenn man dann den der Schritt zu groß macht, ja, dann sieht's komisch aus. Dann müsst, dann sieht's aus wie da. Dann musst du es halt teilen einfach. Du musst halt zurückbringen. Zurückzubringen. Mhm. Heute lernen wir teilen, ne? Was ist 4 durch 3? 9 3 Viertel. Nein. 42. So. Auf der Flucht, hä? Die erste Ordnung will die Karte. Finn ist beim Widerstand. Ich bin nur eine Schrottsammlerin. Dann lass mal sehen. Die Karte ist unvollständig. Das ist nur ein Teil. Seit Luke damals verschwunden ist, suchen alle nach ihm. Warum ist er fortgegangen? Er bildete eine neue Generation von Jedi aus. Ein Junge, ein Schüler wandte sich gegen ihn. Er machte alles zunichte. Die Jedi gab's wirklich? Die Macht, die Jedi. Es ist alles wahr. Einfach alles. Wir sind da. Wo sind ich wir da? Ich wusste gar nicht, dass es so viel Grün gibt in der Galaxis. Sind wir bei den Jedis jetzt? Nee. Ich habe doch gerade von Jedis noch gesprochen. Das war schon wieder ein sehr krasser Sprung. Überprüf das Schiff, so gut es eben geht. BB-8 soll also zum Widerstand. Mas Kanata ist die beste Wahl. Könnte helfen. Er wollte sie auf die dunkle Seite mit Keksen ziehen. Solo, warum sind wir nochmal hier? Euer Droide muss auf ein sauberes Schiff. Sauber? Es war kein Zufall, dass Chewie und ich den Falken gefunden haben. Wenn wir ihn aufspüren konnten, ist die erste Ordnung sicher auch nicht weit weg. Wir können ihr trauen, oder? Entspann dich, Kleiner. Sie betreibt diese Spelunke seit 1000 Jahren. Wir können nicht den roten Stein holen. Wir brauchen einen starken Charakter und Chewie wollte nicht mitkommen. Das ist so gemein. Schade. Oh, da ist das Viech. Ach, cool. Schaut auch cool aus Lego. Ja. Weil so Roboter-Sachen funktionieren nicht immer ganz gut aus Lego. Mit Lego-Technik-Teilen kann man die eigentlich immer ganz cool bauen. Aber der sieht echt cool aus. Kann man den reiten? Boah, normalerweise kann man doch jedes Mistviech hier reiten. Wieso bist du nicht stark? Uns fehlen noch ein paar kleine Viecher, gell? Ja, 9 müssen wir insgesamt von denen erledigen. Ja, 5 haben wir. Dann werden wir den Rest auch noch finden. Hier ist noch ein Stein. Hier, ja, den habe ich auch irgendwie gesehen. Das ist mir aber auch nicht so ganz klar, wie man den rankommt. Das ist vielleicht der, den wir für die Viecher kriegen. Oh, vielleicht warten wir auf den hier. Das kann natürlich auch sein, dass der da was... Ah, man muss einfach in Geduld üben und warten, bis der da hinkommt. Und dann... Müssen wir ihn irgendwie dazu überreden, was zu tun? Ich glaube, das bringt nichts, ihn zu ärgern. Nein, er tanzt. Er tanzt. Ach so. Wie konnte ich das übersehen? Können wir ihn irgendwie abschießen oder so? Nee. Oh, da, jetzt macht er aber was. Ach nee. Aber wir können ihn kaputt machen. Können wir das? Ja, können wir. Wir können zumindest probieren, die kaputt zu machen, aber ich befürchte fast, der macht nichts. Schade. Aber irgendwas hat es auch mit dem auf sich gehabt, ich weiß ja nicht was. Sind noch irgendwo Viecher? Hier können wir nicht rein, da brauchen wir den Akbar, den Ollen. Oder, ja doch, mittlerweile ist er schon eher der olle Akbar. Ja, ziemlich oll. Wobei ich ja nicht weiß, auswendig jetzt, wie alt die werden können. Den bräuchten wir, der könnte es auch aufmachen. Der wurde da auch angezeigt. Vielleicht können wir den gleich spielen. Ich glaube nicht. Sieht aus, als würde ein großes Alien die Tür blockieren. Soll ich ihn wecken? Wenn du meinst. Vorausgesetzt, du kannst dir danach ein neues Paar Arme wachsen lassen. Ich habe mein Minikit gebaut. Das bietet sich manchmal direkt an. Ja. Ich finde, diese Fahnen da oben sind auch so schön gemacht. Die von den ganzen Kopfgeldjägern. Ja. Schon sehr cool. Da oben ist noch ein Minikit. Mal schauen, dass wir, ob wir da auch noch rankommen. Also weiß ich aber nicht, ob wir da oben auch rankommen.
Vielleicht das hier schon mal. Aber vielleicht kann man mit dem Turm was machen. Ne, den Turm kann man nur umschmeißen wahrscheinlich. Vielleicht. Auch nicht. Da oben ist sogar noch ein Minikit. Hier sind einfach drei Minikits direkt. Jetzt müssten wir halt nur fliegen können. Okay, Raid. Oh, da sind die Viecher. Die Viecher sind aufgetaucht. Sehr gut. Da ist noch eins. Jawohl, 9 von 9 und. Wir haben es schon, wir haben schon. Jawohl. Oh, gerade bekommen das Minikit. Oh, den Baum können wir noch umhauen hier. Oh, und dann kann ich da hochklettern und kann zumindest vielleicht ein Minikit holen. Wenn wir irgendwie den Baum da wegkriegen würden. Tja, wo ist Groot, wenn man ihn mal braucht? Groot! Kannst du nicht mal in den Krieg ziehen, Herr Baum? Wer ist denn da oben? Weiß nicht, irgendwie Kopfgeldjäger vermutlich. Wie sich aber da funktioniert das? Nee, geht nicht. Ja, aber probieren wir es mal hiermit. Vielleicht bringt das ja was. Aber das bringt wahrscheinlich eher Story-Fortschritt. Ja, ich tippe mal, damit können wir ihn irgendwie ärgern. Oder wir können auch... sowieso nach rechts. Ja, ich will nur gucken, ob hier noch irgendwas sein könnte auf der Seite. Ah, das schmeißen wir wahrscheinlich am Kopf, oder? Ah, okay. Aber bis zu dem Baum konnte ich echt nicht rüberschauen. Ah, hier kann ich was bauen. Ah, jetzt kann man hier links was bauen. Ah, sehr gut. Das Rätsels Lösung ist, glaube ich, gefunden. Okay. Es ist mir noch nicht ganz klar, wie es funktioniert, das Rätsels Lösung, aber gefunden ist es auf jeden Fall. Ist es ein BBH-Schleuder? Ja, das ist eine BBH-Schleuder. Nein, Strom. Strom? Strom. Strom? Ist es eine Leiter oder was wird das? Was wird das sein? Ach, das macht den Baum weg. Ah, clever. Shaky, shaky. Das ist ein veganer Pum. Shake dann auf jeden Fall. So, ich baue mal nach rechts. Kann ich nach rechts bauen? Das nehme ich stark an, ja. Geht nicht rechts? Nee, es gibt nichts rechts. Es gibt bloß die zwei hier. Schade. Immerhin haben wir jetzt wieder ein Minikit mehr. Oh. Ich weiß auch nicht, wofür das jetzt. Also, war das vorbestimmt, dass wir das Minikit hier kriegen, oder was? Nichts macht so wach wie ein Spritzer Wasser ins Gesicht. Ja, okay. Aber du kannst es eh nur das bauen, oder? Ja. Okay. Also Minikit hätten wir sowieso bekommen. Das ist auch so. Das ist seltsam. Oder selten. Selten, nicht seltsam. Das ist seltsam für die Lego-Spiele mal. Ich finde, Sachen sind ja leichter zu finden als in anderen Spielen, habe ich so das Gefühl. Du bist jetzt nur Dimensions gewöhnt, wo man gar nichts findet. Ich weiß nicht, ob sie den Schwierigkeitsgrad runtergesetzt haben. Wow. Wie gesagt, du bist nur Dimensions gewöhnt, wo man gar nichts kriegen kann. Mars ist ein bisschen speziell auf ihre Art, also ist es besser, wenn ich rede. Versuch mal zu bauen, ob da rechts irgendwas ist. Sie nicht an. Wieso sollten wir? Das ist nix. Nee, das sind nur die beiden Sachen. Ja. Da kann man leider nichts anderes machen. Also es ist uns noch ein Rätsel, wie man da oben... Hä? Aber hier gibt's ja auch gar nichts, oder? Nee, jetzt ohne Witz mal, hier gibt's doch echt gar nichts eigentlich, was man da machen doch, könnte. Doch, im Raum davor. Ja, ach so, da kann man da durchtauchen, meinst du, dann kommt man da raus. Ich hab keine Ahnung. Wollen wir nochmal einmal ganz kurz gucken, ob der Droide noch was aufgebaut hat. Ansonsten hätte ich auch vorgeschlagen, dass wir dann gleich weitergehen. Vielleicht waren das aber auch die Viecher, der Minikit-Zeichen. Aber das werden wir ja gleich sehen. Ja, dann müsste es ja... Nee, es wird immer noch angezeigt. Was? Nein, das nee, es wird nicht mehr. Stimmt, dann waren es echt die, dann waren das die Viecher. Gut. Dann waren das die Viecher. Gut, an den kommen wir nicht ran. Und irgendwo links wird auch noch einer angezeigt, an den kommen wir aber auch nicht ran. Nee, das ist doch nochmal ein anderer, das Minikit hier. Naja. Wir werden es schon noch irgendwann rausfinden. Wir werden es ja auf jeden Fall noch auf 100% machen. Also wir kommen hier auf jeden Fall nochmal durch. Da oben ist noch eins. Kann man da irgendwie entlang rennen an der Wand oder rakeln? So? Nein. Rakeln? Vielleicht reingehen? Vielleicht kommt man da auf den... Kann man da... Ja, tu das. Ich glaube, man kann da nicht reingehen. Oh. Nee, hier kann man definitiv nicht reingehen. Schade. Nee, und da ist auch eine Verbindung. Yeah. Vielleicht kann man von innen nochmal rausgehen. Das könnte natürlich sein. Oh Mann. Hallo, Mars. Ich vermute, du brauchst was. Ganz verzweifelt. Mars, würdest du diesen Droiden für mich zu Leia bringen? Nein. Du bist vor diesem Kampf schon viel zu lange weggelaufen. Was für ein Kampf denn? Der gegen die dunkle Seite. In unzähligen Jahren sah ich, wie das Böse verschiedene Formen annahm. Die Sith, das Imperium. Und heute ist es die Erste Ordnung. Es gibt keinen Kampf gegen die Erste Ordnung. Keinen, den wir gewinnen. Wir sollten alle fliehen. Siehst du die beiden? Wir tauschen Arbeit gegen Transport ins Outer Rim. Dort kannst du untertauchen.
Ich bin nicht beim Widerstand. Ich bin kein Held. Finn! Ich wittere Spionage. Spinat? Was? Spinat? Was? Wo? Wo ist Spinat? Essen? Was? Spinat! Da oben ist er zum Abschießen. Erstmal rumballern. Wenn man in eine Kantine reinkommt, ist das Wichtigste erstmal rumballern. Ja. Muss ich hier auch. Kann man eigentlich wieder rauslaufen? Nein. Schade. Die Tür geht zu. Die Tür geht zu, wenn man raus will. Das ist gemein. Oh, ey. Guck mal, da gibt's Chicken. Die greifen einen an, die Leute, wenn man sie schlägt. Ups. Oh, eine Herausforderung. Es gibt ein Spiel zu spielen? Ja. Ach so. 10 müssen wir erledigen. Dann können wir hier, glaube ich, nicht sterben, oder? Oder schießen die irgendwann zurück? Irgendwie zielt meiner nicht mehr gescheit. Doch, jetzt hat er wieder gezielt. Nein, nach oben sollst du zielen. Ja, nein. Ich mach das schon für dich. Okay. Also man muss immer, ich vergesse immer, dass man mit dem rechten Stick zielen muss. Den linken. Meinte ich, ja. Links, meinte okay, ich. Rechts. Ich folge dir irgendwo hin. Meinte ich eigentlich auch, meinte ich eigentlich auch. Die Musik ist cool. Oh, wie kommen wir denn da hoch hin? Wir haben doch etwa... Jawohl, die haben wir bekommen, die 10.000er. Haha. Ich mach da mal kurz weit. Warum hängt da Chicken? Ich weiß es nicht, ich hab schon versucht, sie runterzuschießen. Können wir nicht runterschießen, die Hühnchen? Irgendwo schon, irgendwann schon, aber nicht da, wo ich hingezielt habe. Schade, schade. Ich muss schade. Eine erhöhte Position einnehmen dafür. Oder, okay. Und dann muss ich da auch noch hinschauen. Aber das ist eher eine von unseren Aufgaben, diese Chicken, die Hühnchen da aus der Hühnchen, aus dem Feuer zu holen. Schade, ich treff's halt nicht. Ja, nee, ich glaube, das ist damit da oben was, wo Bibi etwas machen muss. Warte mal, Bibi. Juhu! Oh. Au. So, Glück. In der Mitte halten musst du's. In der Mitte? Okay. Gut, dass der Tipp noch kam, sonst wäre es schlecht gewesen. Oben brauchen wir auch schon wieder die Macht, die wir leider nicht haben. Aber der Moment wird kommen, an dem wir auch wieder Jedis haben. Ich vermisse es einfach mit Lichtschwertern zu hantieren. Wobei eigentlich die Story so richtig lang geht, die Story ja nicht mehr, oder? Schauen wir mal. Ein Blasebalg. Tun wir's so heißt das. Ja, nee, tun wir es jetzt da rauspusten oder... Ach nee, wir machen es erstmal natürlich fertig, ne? Ja. Und dann nimmt es irgendwer anders für uns raus. Oh. Okay. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Das ist das Einzige, was zählt. Wow, wir können doch bestimmt noch was anderes damit zusammenbauen, ja, oder? Ja, klar. Da. Was? Was? Ah, da an der Seite ist was. Boah. Ah, da. Wecker. Ja. Len geht schon wieder auf den Wecker. Ja, das bleib doch mal drauf stehen. Achso, ist bloß zum Springen. Ja, das ist für die Jedi. Da steht ja sogar. Da ist ja sogar der Luke abgebildet. Da Luke. Mal gucken, ob wir noch weiter links irgendwo was bauen können. Ja, es sind nur die beiden. Da ist die Band. Die Kantina-Band. Spielt dasselbe Lied nochmal. Es ist ja eine Kantina-Band, also von daher stimmt das schon. Das ist nur eine andere Kantina-Band. Mhm. Nicht ganz so cool wie die andere, aber... ist eine Kantina-Band, also... Ein gewisser Grad... Soll ich hoch? Ein gewisser Grad an Coolness ist vorhanden. Ach, da geht's nicht hoch. Geht's doch, da geht's hoch. Ja, nee, geht nicht weiter geh hoch. Geh hoch. Geht nicht? Schade. Geht nicht weiter hoch. Also bald haben wir das komplette Ding auseinandergenommen. Da vorne ist noch was. Bis der Reparaturtrupp das wieder in Ordnung bringt. Da ist auch noch was. Alles müssen wir wahrscheinlich hochziehen. Ja. Wir müssen. Letzteres ist aber eher unwahrscheinlich. Aber es ist gut, Ray kann jetzt Nah- und Fernkampf. Und machen wir erstmal das hier. Der Part von Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann verpasst du in Zukunft garantiert keine Videos mehr von mir. Und natürlich lohnt es sich auch immer auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeizuschauen. Die Links zu denen und natürlich auch zum Kanal vom Len16, der das Ganze hier mit mir spielt, findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.